Impfbüchli, die Mikrochips und den Impfstoff. Jetzt ist alles bereit für den heutigen Einsatz von der Tierärztin Carmen Maichtri und ihrer Assistentin Melanie Rindisbacher. Wir gehen heute zu der Züchterin, zu der Labradorzüchterin, gehen Welpo, Chippo und Impfo. Das ist die erste Impfung und das Applizieren von Mikrochip. Und natürlich gehört eine allgemeine Untersuchung dazu, ob die Welpo gesund sind und ob alles okay ist. Häufig gehen wir heim auf Hausbesuch zum Tier zu impfen, wenn ein Tier zu fest gestresst ist, zum Tierarzt zu kommen. Und das ist eigentlich sehr häufig gewünscht, dass man heimgeht, für ein Tier einzuschläfern. Am Schluss des Lebenswegs sind die Besitzer häufig sehr froh, wenn wir das daheim in Ruhe machen können und sie nicht nur in die Praxis müssen und mit dem Tier, das dann da vielleicht auch noch gestresst ist auf dem letzten Weg. Die vierbeinigen Patienten von heute stehen noch am Anfang von ihrem Leben. Vor 8 Wochen ist der 7-köpfige Wurf von der Zucht Labrador von Haselberg auf die Welt gekommen. Für das MicroVet-Team sind Hausbesuche eine schöne und willkommene Abwechslung zum Praxisalltag und bietet gleichzeitig auch die Möglichkeit, einmal einen anderen Kontakt zu den Kunden zu pflegen. Und so süße Welpen machen natürlich besonders Freude. Es ist immer sehr schön, junge, gesunde, fröhliche Hunde zu haben und nicht, wie man halt sonst im Alltag häufig hat, kranke oder auch ältere Tiere. Das ist immer ein schöner Aufsteller. Der Kluni kommt als erstes dran. Er ist einer von 3 Rüden, die anderen 4 Welpen sind Hündinnen. Also ich würde eigentlich von vorne bis hinten alles anschauen, Augen, Zähne, ob die Milchzähne, ob alles in Ordnung ist, alle da sind. Beim Rüd schauen, ob beide Hoden schon spürbar sind oder abgestiegen sind und ob es keinen Nabelbruch hat. Das ist alles in Ordnung. Super! Dann machen wir zuerst den Chip und nachher die Impfung. Ich glaube, du nimmst ihn am besten auf den Arm. Genau. Beim Hund ist der Chippo Pflicht. Also da müssen wir so einen Mikrochip zur Kennzeichnung setzen. Bei der Katze ist es freiwillig. Es ist empfohlen bei Freigängern, damit man, wenn eine Katze mal irgendwo wegläuft oder im schlimmsten Fall mal unter das Auto kommt oder dann abgegeben wird, dass man den Chip ablesen kann und die Besitzer entsprechend informieren. So, und dann gibt es die Impfung. Und die 2. Impfung gibt es in 3 bis 4 Wochen. Schon vorbei. Dann mit dem neuen Halter. Alle 7 Welpen haben nämlich schon ein neues Zuhause. Normalerweise ist bei einem Untersuch von Welpen etwas mehr Geduld von der Tierärztin gefragt als bei einem Check von erfahrenen Patienten. Die Kleinen sind aber sehr kooperativ und machen super mit. Die Carmen Maichtri genießt so einen Hausbesuch. Gerade bei unerfahrenen Welpen und einem ganzen Wurf sieht die Tierärztin aber auch für Hund und Halter nur Positives. Der Vorteil ist sicher, dass die Tiere häufig weniger gestresst sind daheim. Die sind am Ort, wo sie aufgewachsen sind, die sind in ihrem Umfeld. Das ist auch von der Keimbelastung eigentlich durchaus positiv, noch bei der ersten Impfung. Und ja, die Halter und die Hunde sind sicher weniger gestresst daheim. Obwohl die Welpen eigentlich ja lieber möchten spielen. Ein tierärztlicher Check und Gesundheitsuntersuch ist bei Welpen wichtig, damit man abklären kann, dass keine Geburtsgebrechen vorhanden sind. Und je kleiner man einen Hund an Besuch beim Tierarzt gewöhnt, umso besser. Also es ist eigentlich sehr empfohlen, dass man den Hund als Welp schon positiv an den Tierarzt oder mit dem Tierarzt verknüpft, dass er eine positive Erfahrung hat mit dem Tierarzt, dass er da auch mitmacht. Es ist sehr wichtig, dass wenn ein Hund mal krank wird und er muss wirklich zum Tierarzt, dass es dann nicht zum ersten Mal ist, dass er dann nicht so viel Stress hat. Nach dem Chip ist immer auch die Kontrolle wichtig, um sicher zu sein, dass der Chip sitzt und auch wirklich sendet. Und erst dann wird alles ins Impfbüchli eingetragen. Und schon haben die Labradorwelpen ihren ersten Tierarztbesuch überstanden und alle sind fit und gesund. Die Welpen haben es super gemacht. Die waren mega ruhig. Vielleicht schnell mal ein Quietschi beim Chip oder beim Impfen, das kann sein. Die merken natürlich den Einstich durch die Haut und die Impfung kann zum Teil ein bisschen brennen. Und jetzt dürfen die Jungen wieder Zeit mit ihrer Mami verbringen.
Ja, und langsam wird es ruhiger im Spielzimmer. So ein Tierarztbesuch ist halt doch noch anstrengend.